Als nächster zu Wort gemeldet Herr Abgeordneter Dr. Hureinig. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Hohes Haus, Rauchen gefährdet die Gesundheit, das ist richtig. Ich war aufgrund meiner Behinderungserkrankung im Krankenhaus auf der Lungenstation und habe viele Menschen kennengelernt, die aufgrund der Rauchsucht ein Beatmungsgerät benötigen. Das ist richtig. Mir wurde auch gesagt, dass mein großer Vorteil darin besteht, dass ich nie geraucht habe. Ich bin auch dezidiert gegen Rauchen und begrüße auch die neue Anti-Raucher-Kampagne mit den Abschreckungsbildern auf den Zigarettenpackungen. Nur eine Abschreckungsbilderserie stößt mir sehr auf und da bin ich vehement dagegen, denn dort sieht man eine Rollstuhlfahrerin, die lethargisch im Rollstuhl sitzt und nicht mehr ansprechbar ist, oder einen Mann, der mit Beatmungsgerät im Bett liegt und darunter steht, Rauchen verursacht Behinderung. Und das ist etwas, was gar nicht geht, denn Behinderung als Abschreckung ist kontraproduktiv. Behinderte Menschen kämpfen um Anerkennung, um Chancengleichheit in der Gesellschaft und auch die UN-Konvention plädiert dafür, dass das Positive, die Fähigkeiten und nicht die Defizite dargestellt werden. Und solche Abschreckungskampagnen sind schlecht für die Inklusion in der Gesellschaft. In der Zeit hat auch eine Rollstuhlfahrerin geschrieben, Christiane Link, dass sie vor kurzem ein Plakat in Deutschland gesehen hat und sie hat sich gefreut, ein behinderter Mensch im Rollstuhl oft in der Werbung und ist begeistert hingerollt und darunter ist gestanden, er hatte einen Sitzen und jetzt muss er sitzen bleiben. Also auch das eine Kampagne gegen Alkohol, aber Behinderung als Abschränkung ist nicht das, was wir wollen. Deshalb wird auch ein Entschließungsantrag verabschiedet, wo die Gesundheitsministerin aufgefordert wird, bei der EU-Kommission Meinungs- und Bewusstseinsbildung zu betreiben und dass solche Werbungen in Zukunft unterlassen werden und auch mit den European Disability Forum auch vorab geklärt werden. Denn die Darstellung behinderter Menschen ist doch eine Sache der Menschenwürde und wie Sie wissen, bin ich dafür, dass auch die Menschenwürde endlich in der Verfassung verankert wird. Danke.
Franz-Josef Hoeinig war das von der ÖVP als Behindertensprecher seiner Partei. Er begrüßt die neuen Abschreckungsbilder auf den Zigaretten, kritisiert jedoch den Satz, Rauchen verursacht Behinderung.